Hey Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Braintime und zwar ist es 26 lächerlichsten Momente, die auf Kamera festgehalten wurden. Wir kommen einfach direkt zum Video. Let's go! Hallo Leute! Das könnte so ich sein. Mir passiert sowas so oft. Es gibt doch sicherlich Geschichten aus eurem Leben, die euch immer noch peinlich sind, oder? Sollte das zutreffen, wird euch das heutige Video bestimmt gut tun. Denn die folgenden Personen haben sich nicht nur in aller Öffentlichkeit gemacht, sondern sind damit auch im Internet berühmt geworden. Ja, mir passiert super oft peinliche. Manche stürzen ungraziös, drehen komplett durch oder versagen bei allen möglichen Dingen. Achtung, es besteht beinahe die Gefahr einer Gehirnerschütterung, weil man sich so oft an den Kopf fassen muss. Lasst uns loslegen. Let's go. Du weißt doch schon, was hier passieren wird, oder? Haben wir uns gedacht. Das Mädchen links ist irgendwo ins All geflogen. Wann werden wir endlich begreifen, dass man bei solchen Wellen keine Fotos schießen sollte? Vielen von uns würde ein bisschen weniger Selbstzweifel gut tun, auch wenn man natürlich nicht zu selbstbewusst sein sollte. Sonst kann einem nämlich so etwas passieren. Er hatte wohl gar keine Angst vor dem Sprung. Schade, knapp daneben ist aber auch vorbei. Das könnte so ich sein, ne? Dieses Mädchen hat wohl Glück. Ihr Freund scheint kein Problem damit zu haben, ihr während des Urlaubs Unterstützung für ihren Instagram-Account zu leisten. Er kommt sogar auf eigene Ideen. Boah, Schatz, nein. Spring doch mal von dem Baum und ich mache dann ein Foto von dir in der Luft. Wer hätte gedacht, dass es so ausgehen würde? Aber wenigstens ist sie jetzt in einem berühmten Video, was viel interessanter als nur ein berühmtes Video, ich habe das noch nie gesehen. Wenn du so richtig gut aussehen willst, aber für den Sommerbuddy einfach nicht genug abgenommen hast. Das war so klar, ne? Das war einfach so klar. Schon gewusst, dass der Zwergspitz den besten Modegeschmack aller Hunderassen hat? Wie sonst kann man sich erklären, dass dieser Kerl mit dem Hochzeitskleid gar nicht zufrieden ist? Anscheinend gefällt ihm der Schnitt nicht. Es ist aber schwer zu sagen. Wieso machen die das? Vielleicht findet er das Kleid ja auch super. Einfach auf dem Hochzeitskleid. Hier mal ein Tipp für alle Mädels. Tragt in einem Flugzeug auf keinen Fall einen kurzen Rock. Um genauer zu sein, in einem Flugzeug, das gerade ein Schwerelosigkeitsmanöver durchführt. Sonst könnte es euch so ergehen. Ja, okay, vielleicht für nicht das passendste Outfit. Für diesen Stunt verzieht der Pilot während des Steigflugs das Steuerrad, sodass das Flugzeug einen Bogen macht. Und die Fluggäste fliegen durch das Innere, wenn sie nicht angeschnallt sind. Ja, selbst schuld. Stell dir mal vor, muss man sich du bist anschnallen. Bei einem Spiel deines Lieblingsbasketballteams. Und zwar in der allerersten Reihe. Und dann kommt während einer kurzen Pause der coolste Spieler des Teams auf dich zu. Klingt doch, als würde man träumen, oder? Außer es handelt sich um Blake Griffin, welcher nicht gerade viel Feingefühl in seinen Händen hat. Das Lustigste hat das ist, dass der bemerkt. Athlet zu keinem Zeitpunkt etwas mitbekam. Der hat selbst nicht bemerkt. Also, der Typ hat vor rein gar nichts Angst. Panzer, Kämpfer, Flammenwerfer. Nein. Nichts fürchtet er. Ein harter Soldat. Erst als sich eine riesige Vogelspinne zu ihm in sein Zelt kuscheln wollte, kam eine ganz andere Seite zum Vorschein. Naja, wir haben wohl alle unsere Schwächen. Vor allem, wie der nicht einfach direkt rausgeht und erstmal so Panik schiebt und dann erst irgendwie komisch rausgeht. Boah. Genau so schaut ein erfolgreicher Streich aus. Die Arme. Sie sind einfach runtergefallen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Was ist das Schlimmste, was einer Katze passieren kann? Vor anderen dumm dazustehen natürlich. Zeig das Video deiner Katze und sie wird 2 Monate lang Albträume bekommen. Wie sie aber auch rennt. Dieses arme Tier ist so beschämt, dass es so schnell wie möglich in sein Zimmer verschwand, um möglichst jedem Zeugen zu entgehen. Hier mal ein Tipp für die Zukunft. Versuch niemals Tintenfische und Kalmare mit einer gewöhnlichen Angel zu fangen. Ja, ich weiß jetzt schon was. Das war so klar. Sonst ergeht es dir wie diesem Typen. Hast du gedacht, die Tinte ist nur zum Färben von Pasta da? Nein. Ich frage mich auch, wie Leute einfach auf die Idee kamen, Tintenfischtinte für Nudeln zu benutzen. Saß wohl jemand im Boot, ist ihm dasselbe passiert, ist ein bisschen auf seine Nudeln gekommen und der sagte, der schmeckt voll lecker oder was? Die Tiere wissen schon, sich zu verteidigen. Weißt du, wie der perfekte Wurf aussieht? Der Mann wird es dir zeigen. Nein. Mama!
Tja, genau im wichtigsten das Moment so kann mir er sich passieren. Nicht zurückhalten das und wirft so den Controller passieren. Direkt auf den Bildschirm. Auch wenn du jetzt lachst, das kann wohl jedem mal passieren. Ja. Hier ein Video von unserer liebsten misslungenen TikTok-Challenge. Falls du es nicht weißt, man muss eine Bierdose aus der Luft fangen und austrinken, nachdem sie von einem Basketball abgeprallt ist. Okay, sie hat es geschafft. Okay. Nein. Naja, mehr Flüssigkeit braucht dieses Mädchen jetzt wohl nicht. Wir haben da so eine Vermutung, dass die Person, die das Video aufnimmt, schon etwas gewusst hat, als sie ihre Freundin aufgefordert hat, das Eis zu betreten. Selbst schuld. Aber natürlich. Digga, man sieht doch, wie dünn das an der Seite ist. Ich wusste sie es, so dünn wie es ist. Sagen wir mal so, ein guter Spaziergang war es wohl nicht, aber dafür eine sehr belebende Abkühlung. Wenn man in Russland lebt, muss man immer auf der Hut sein. Sogar wenn man im Winter aus dem Auto aussteigt. Hätte er Eislaufschuhe oder sogar Ski angezogen. Okay, wir schauen weiter. Hätte er wohl keine Probleme gehabt. Was könnte hier nur schief gehen? So bezaubernd schön, wie es sieht in einem echt schön aus. Aber Hunde finden immer einen Weg, ihre Besitzer zu überraschen. Die Himmelslaterne scheint sie hier besonders interessiert zu haben. Sie hätte damit aber auch nicht über ihren Schnauzen herumfuchteln sollen. Ist so. Dieses Mädchen wollte sich einfach nur elegant umdrehen. Nein, die Arme. Aber leider hat man ein Tablett mit magnetischen Gläsern noch nicht erfunden. Sehr schade. Passiert. Aber das dachte sie sich auch beim Umdrehen. Was passiert, wenn ein Volleyballspieler das erste Mal bowlen geht? Digga, aber was? Mit welcher Kraft muss man denn auch eigentlich hochwerfen? Eigentlich hat er da gerade eine neue Wurfart erfunden. Ja. Und wir wissen es nur noch nicht. Genau. Dieser Hund hat wohl der Länge des Stocks keine Beachtung geschenkt. Oh nein, wie süß. Hä? Warum funktioniert diese Türe nicht? Oh, wie süß. Das passiert, wenn zwei Freundinnen zusammen zum Autowaschen gehen. Nein, wir meinen nicht den Tanz auf dem Parkplatz, sondern was danach passiert. Und dass eine der beiden nicht aufhören kann zu lachen, anstatt der anderen zu helfen. Ein Klassiker, oder? Wir fragen uns nur, wie dieses arme Mädchen ihrem Freund diesen Knutschfleck erklären wird. Oh nein, vor allem direkt diese auf dem Gesicht. Katze hatte in ihrem Leben noch nie so viel Schnee auf einmal gesehen. Nicht mal ihre Besitzer hatten das. Und am Morgen nach dieser Winterapokalypse beschlossen sie, ihre Katze mal Nein, mach's nicht. Ups, diese Katze hatte wohl vorerst genug vom Schnee. Vor allem, sie gräbt sich da noch mehr ein. Oh Gott. Einige Leute behaupten, dass sowohl Rose als auch Jack auf der Schiffstüre Platz gehabt hätten. Und jetzt kennen wir wohl das Problem. Wahrscheinlich hätte das bei Jack ebenso ausgesehen. Wie es sich da noch hält. Kelly ist so blöd, Alter. Dann hätte ihn wohl nichts gerettet. Hey, das ist echt, es ist einfach Gibt blöd. Gibt es was Schlimmeres als die Situation, wenn man einer Person einen High Five geben will, diese dies aber gar nicht mitbekommt? Furchtbar. Wir sollten uns jedoch alle LeBron James zum Vorbild nehmen. Als sein Mitspieler nicht einschlug, gab er sich einfach selbst einen High Five. Und dann taten es ihm einige andere gleich, weshalb nur mehr sein unaufmerksamer Mitspieler Dwight Howard blöd dasteht. Irgendwie finde ich das auch süß. Du denkst, es ist einfach, ein Katzenvater oder eine Katzenmutter zu sein? Als ob. Eines Tages kommt ein Kätzchen mit einem Piercing in der Nase zu dir und sagt, Mama, du hast keine Ahnung. Das ist jetzt in. Wenigstens ist das Piercing in unserem Fall sehr leicht zu entfernen und hinterlässt auch keine bleibenden Narben. Das müsste man von einer Seite von der anderen rausziehen, weil sonst, wenn du das so rausziehst, dann wird sie ja geschnitten, das Jahr. Luxusproblem. Bei einer Reise mit einem Privatjet zu einer wunderschönen Insel haben sie vergessen, den Laderaum zu schließen. Übrigens, überraschenderweise hat es die unglückliche Tasche sogar überlebt. Sie ist sicher am Ziel angekommen und hat nur ein bisschen frische Luft geschnappt. Manchmal führen sich Hunde wie Kinder auf. Dieser weiße Husky Hunde war bei seinem sind immer Spaziergang Babys. Katzen von den Vögeln auch. So beeindruckt, dass er gar nicht mitbekam. Och nein, mein Herz. Wie das hier passierte. Das Lustige ist, dass es laut dem Besitzer gar nicht das erste Mal war. Der arme Hund scheint wirklich nicht von seinen Fehlern zu lernen. Der sieht doch so aus, als hätte er nichts in seinem Gehirn dort. Na okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.